Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo, meine Lieben. Ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und was haben wir diesmal? Diesmal haben wir Teil 2 von der Malaguti Yesterday. Ja, gestern noch. Gestern lief sie noch. Und so, und wir gucken jetzt mal, ob es auch richtig läuft, bauen das Ding zusammen und hoffen, dass es dann wieder auf die Straße kann. Hallo. Hallo. Hallo, das war's. So, wenn ihr euch das jetzt mal anguckt, hier vorne sitzt die Batterie. Und das, was hier alles dran ist, haben Leute, die mir helfen wollten, die übermotiviert waren, abgebaut. Ich muss das jetzt wieder dran bauen. Ja, heute hilft mir mal Vergasergitter, ja, bei der Dreckskarre, ne, und geht einfach mal bei. Entschuldigung, dass ich Dreckskarre gesagt habe, aber bei dem, was da alles so an Dreck sich angesammelt hat, ne, und die geht einfach mal bei und befreit das erstmal von grobem Dreck und damit wir das Ding wieder zusammenbauen können, zumindest zum Teil. Ja. So, seht ihr das da? Ja, die Gummihandschuhe. Ja. Das ist meine Frau. Jawohl. Ja, ne, und ne, die hat gerade den Cleaner extra für Aufkleber. Und Ja. seht ihr, wie der Dreck da verschwindet? Super, ne? Ja. Das nennt man eine Arbeitseinteilung. Wie muss das sein? So, Frau kümmert sich um Sauberkeit und ich kümmere mich, ja, Sprit, ja. Das Ding läuft ja mehr wie ich. Ne? Hauen wir erstmal ein bisschen Benzin rein, damit wir den Motor mal starten lassen können und ein bisschen laufen. So Leute, wie man sehen kann, haben wir jetzt das Teil hier schon wieder dran gebaut. Haben hier die Seitenteile bzw. hier den Fußraum hier unten untergebaut, der hier sogar lackiert ist, was sehr selten ist. Meistens ist das nur schwarz, weil man es eh nicht sieht. Das ist fest. Jetzt setzen wir hier noch, ne, die Abdeckung für die Füße drauf, was hier drüber kommt. Und dann ist das, was unten drunter war, alles wieder drauf. Ja, dann wollen wir erstmal weitermachen. Ne, Batterie habe ich erstmal mit nach Hause genommen, habe die geladen, seht ihr, die ist jetzt wieder voll. Ne, die bauen wir jetzt wieder ein und dann geht's weiter. So, ich zeige euch das nochmal. Hier sitzt die Batterie, ne, also hinter der Blende. Da haben wir doch ein bisschen gesucht, weil das kannte ich so auch noch nicht. So, jetzt nehme ich diese Blende, nachdem ich die Blinker natürlich angeschlossen habe. Sehe zu, dass die Kabel hier ordentlich frei sind. Und dann schiebe ich die hier schon mal rein, damit das auch schon mal wieder in der Position ist, wo es hingehört. So, wenn wir jetzt hier schauen, sehen wir, dass wir hier Sprit haben. Hier ist der Unterdruckschlauch, Vergaser ist drauf, den haben wir schon zweimal sauber gemacht. Aber wir haben immer noch ein Problem. Ich mache jetzt mal die Drosselklappe auf, sprühe hier mal Startpilot rein. Dann drücke ich den Starterknopf. Schlüssel sollte ich rumdrehen. Dann sehen wir, dass er kurz angeht, aber sofort wieder aus. Was nicht gut ist. Hier könnt ihr noch mal sehen, Benzin fließt zum Vergaser hin. Unterdruck ist auch okay. Aber so wie es aussieht, kommt unten nichts an. Deswegen gehen wir jetzt bei, drehen mal die Kerze raus. So, dann gucken wir uns hier mal die Kerze an. Gut, die könnte man mal sauber machen, aber sie sieht sehr trocken aus. Das heißt, wir kriegen zum Vergaser Sprit, kriegen aber keinen Sprit zum Brennraum, was erstmal schlecht ist. Ja, Brigitte ist wieder in ihrem Element und so, ne, hier, seht ihr? Ja, ne, putzen ist ihr Ding. Ja, sie versteckt sich gerade dahinter, weil die hat heute die Haare nicht gemacht. Nicht lästern.
So, jetzt nehme ich hier einen anderen Vergaser, baue den auseinander. Dann wird Vergaser GTD nochmal sauber machen. Lege natürlich hier die ganzen Schrauben in so eine kleine Magnetschale rein, damit die nicht wegkommen. Und wir latten das alles ab. Also hier schön weglegen, den Deckel runter, alles prüfen. Ne? Kommt da hier rein, weil der ganze Dreck dann. Dann müssen wir natürlich prüfen, das ist ganz wichtig bei den Geschichten. Wir müssen prüfen, was für eine Hauptdüse ist hier drin, was für eine Nebendüse ist drin. Wenn wir den Vergaser abgebaut haben, dann gucken wir, dass die Größen übereinstimmen. Ansonsten habt ihr auch ein Problem. So, hier sind Hauptdüse, Nebendüse und Düsenstock drin. Die habe ich sauber gemacht und lasse die jetzt noch mal ein bisschen ziehen, da im Bremsenreiniger. Ja, wir müssen jetzt beigehen und müssen das Stück hier umbauen, weil das auf den Vergaser nicht passt. Also müssen wir im Grunde genommen erstmal jetzt beigehen, den Schieber hier aushaken. Dann können wir den runternehmen. So, seht ihr, dann nehmen wir die Feder runter. Und dann kann man das hier lösen, diesen ganzen Bogen, weil wir brauchen dieses Teil, muss eine andere Führung haben. Das ist hier Vergaserlind. Ne, da ist die Vergaserkiste für zwei Takter, da hinten ist Zubehör. Und hier, seht ihr, liegen noch so ein paar Teile, die ich rausgesucht habe. Ne, man weiß ja nie. So, hier seht ihr so ein paar Vergaser liegen, ich habe da einen passenden rausgesucht. Und hier seht ihr oben die Verbindung mit dem Bautenzug in dem Vergaser rein. Da gibt es auch zig verschiedene Ausführungen mit zwei Löchern, mit einem Loch, mit dem Rand und so. Hier seht ihr, der sieht wieder ganz anders aus. Da müssen wir alles darauf achten, dass das natürlich zusammenpasst. So, ich gehe jetzt nochmal bei, nehme den Vergaser hier raus, Kaltstartautomatik habe ich schon gelöst. Und so, und dann setzen wir den Vergaser, den wir gerade richtig sauber gemacht haben, da drauf. So, ich habe jetzt alles umgebaut, also hier, damit das zu diesem Vergaser passt, der Bautenzug, habe ich das hier umgebaut, seht ihr, so, jetzt probieren wir aus. Hier haben wir eine große Kaltstartautomatik, die ist aber auch nur groß, ne, von der Optik her. Jetzt bewegen wir den Gashebel und gucken mal hier in dieses Loch rein. Seht ihr, der Schieber geht rauf und der geht leider nicht runter. Das ist schlecht. Das heißt, der klemmt. Also müssen wir nochmal aufmachen. So, wenn ich jetzt hier den Schieber bewege, seht ihr, er geht ran und er geht auch wieder zurück. Entweder ist der Bautenzug ein Stück zu kurz oder die Nadel sitzt schon zu tief, damit er nicht weiter runter geht. Ich weiß es nicht. Ich muss da jetzt erstmal nochmal nachgucken. So, wenn wir jetzt hier mal reingucken, dann seht ihr, dass diese Nadel nicht wirklich ganz runter geht. Ne? Die geht konisch zu und die sollte normalerweise ganz runter gehen, damit der Schieber abschließen kann. Also suchen wir jetzt eine andere Nadel raus. Da gibt es ja auch zig verschiedene Stärken und Gefälle und was weiß ich alles. Ja, ich bin jetzt mal beigegangen, habe den kompletten Vergaser mit nach Hause genommen und auseinandergebaut und habe ihn dann in der Gerät reingetan. Seht ihr hier, das ist ein Ultraschallgerät und da habe ich den jetzt reingepackt. Allerdings hier mit der Einstellung komme ich noch nicht so richtig klar. Ist auch keine Beschreibung bei. Aber habe ich ja Geschenke bekommen. So, jetzt machen wir mal einen Deckel auf. Dann können wir sehen. Da liegt er. Weil manchmal kann es sein, dass die Kanäle nicht frei sind und der Vergaser deswegen nicht funktioniert. So, ich zeige euch hier mal das ganze Zubehör, was zu so einem Vergaser dazugehört. Ne? Also die Schieber, seht ihr hier, zig verschiedene Sorten, die Nadel, zig verschiedene Sorten, die Feder, ne, sind auch zig verschiedene. Dann hier die Halterung, wo dann der Bautenzug reingeht, auch da gibt es zig verschiedene. Auf sowas muss man alles achten, dass das vernünftig zusammenpasst. Ne, ansonsten läuft da gar nichts.
Sieht er da hinten, sitzt Vergasergitter. Ja, und macht das, was er am besten kann. Ja. Schick. Macht den Vergaser sauber und die Düsen und alles, ne, damit das alles wieder vernünftig läuft und wir die Karre hoffentlich mal zum Laufen kriegen. Ja. Bevor man anfängt einzusprühen, sonst hat man die ganze Suppe ja wieder verteilt. Ja, und ich wundere mich, wo meine Zahnbürste geblieben ist. Jetzt weiß ich es. Ja, guck mal, kann man noch mal benutzen. Ja, einmal geht noch. Der geht gut. So, seht ihr, das ist ganz wichtig. Ne? Ja, ich stich jetzt die ganzen Löcher durch. Ne? Natürlich auch von den ganzen Düsen. Muss. Die sind schön zu. Jetzt habe ich den passenden Schieber eingebaut. Ne? Die passende Feder und auch die passende Nadel. Jetzt bewegen wir hier mal, um zu gucken. Den Gasgriff, so, das funktioniert, dann können wir das im Vergaser einbauen. Das ist jetzt der passende Vergaser, den ich im Ultraschall hatte. Ich hoffe, dass das was gebracht hat, weil manchmal sind die Kanäle da drin nicht frei und das kriegt man nicht mit Bremsenreiniger oder ähnliches sauber. So, jetzt habe ich den Schieber eingebaut im Vergaser. Und dann gucken wir nochmal, ihr seht, dass er ganz unten ist. Jetzt bewege ich den Gasgriff, dann geht er hoch und jetzt muss er selber wieder runtergehen. Zack, das funktioniert alles super. Tja, jetzt habe ich alles wieder eingebaut, den Vergaser, ne, und probierte mal, das ganze Ding zu starten. Ja. Das ist auch schon mal geil. Ja, da müssen wir auch noch ran. Er läuft, geht aber wieder aus. So, jetzt versuchen wir nochmal. Seht ihr, das sieht alles verhältnismäßig normal aus an dem Vergaser. Na, ich gehe jetzt nochmal bei, gucke nochmal, ob er anspringt. Und zwar haben wir folgendes Problem. Unten aus dem Überlauf läuft Sprit raus, was eigentlich nicht sein darf. Es sei denn, der Schwimmer schließt nicht oder das Schwimmernadelventil. Deswegen Vergaser wieder raus. So, das ist hier der Unterdruckbenzinhahn. Der sieht soweit noch ganz okay aus. Dieser Filter auch ordentlich. Allerdings kann es sein, dass drin die Membrane klemmt. Ich habe den jetzt mal sauber gemacht und probiere mal, ob er vielleicht funktioniert. Ansonsten müssen wir einen neuen kaufen. Der kostet 12 Euro, aber ich muss dann wieder warten. Tja, jetzt werden wir uns mal hier drum kümmern, die Schrauben abmachen im Radiodeckel und mal gucken, was dahinter los ist. Das muss mit Sicherheit sauber gemacht werden, gefettet und so, aber das sehen wir gleich. Hier unten an dem Radiodeckel ist irgendeine Schraube, wo ich nicht weiß, was das genau ist. Ob das extra ist, damit man da nicht rangeht. Ich kann es nicht wirklich erkennen. Jetzt mache ich mal Luft auf den Reifen drauf. Ne, muss erst mal überlegen, wie ich hier weiterkomme mit dieser blöden Schraube. So, jetzt werde ich mal hier an der Abrissschraube mit der Bohrmaschine gehen und hoffen. Dass ich das Ding irgendwie abkriege. Ja, man muss allerdings viel Geduld und viel Zeit haben. Ne? Weil hier passiert nicht wirklich viel. Guck mal, oh. Ja, der ist auch nicht schlecht. Ne? Jetzt habe ich erstmal den Bohrer verbogen. Normalerweise brechen die immer ab. Ne?
und weiter geht's. So, nachdem ich jetzt den Vario-Deckel endlich abhabe, ich habe eine Stunde gebraucht für das Bohren, ne, sehen wir, dass hier alles gut aussieht. Hier sind sogar noch die originalen Markierungen, auch der Riemen sieht noch gut aus. Also ist alles in Ordnung, da werde ich gar nichts dran machen. Aber ich habe mich überzeugt, dass das soweit alles okay ist. Auch der Vario-Deckel sieht soweit alles gut aus. Hier könnte man vielleicht mal ein bisschen Fett dran machen. Das würde nicht schaden. Und eventuell mal ein bisschen den Dreck entfernen. Aber das ist nicht viel. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen Fett auf der Welle drauf gemacht. Hier auch. Das stecke ich dann wieder drauf. Na, das muss genau hier in diese Führung rein. Und dann mit den Zacken, aber das kennt ihr ja alles, habt ihr ja nicht das erste Mal gesehen. So, jetzt werden wir nochmal beigehen und werden das Getriebeöl wechseln. Hier ist das ganz gut erkennbar. Hier haben wir einmal hier den Einlass, den man, wenn man was im Ei hat, auch mit der Hand aufdrehen kann. So, den drehe ich mal auf. So, lege den zur Seite. Dann haben wir unten am tiefsten Punkt natürlich eine Auslassschraube. Und die so, auf die Knie, du Sau. Ne? Ja, ich muss hier natürlich unter. Ne? Hier unter sitzt eine 13er Schraube. Und die. Werde ich jetzt mal öffnen. Ja, und dann wird da gleich irgendwas rauskommen. Na, mal die Schale hier hinhalten, damit wir die Umwelt nicht versauen. Ja, das war ein langes Gewinde. Ja, die nächsten Sendungen verschieben sich circa um 15 Minuten. Uiuiuiui. So. Es läuft. Ja gut, wenn wir jetzt hier mal gucken. Es ist okay, dass man es wechselt, denke ich mal. Ne? Ne, außerdem sind sowas ja nicht die Riesenkosten und man sollte so eine Sache auch immer machen. So, wir haben das hier ganz genau abgemessen in dem Pisspot. Ja, 100 ml. Und jetzt kippe ich das mal hier rein. Oh ja. Ist sehr geil mit Kippen, stelle ich gerade fest hier. So, ich habe es dann doch irgendwann reingekriegt. Ne? Ja. Jetzt drehen wir hier den Deckel wieder drauf. Und dann haben wir das auch erledigt. Ne? Immer dran denken, die Flüssigkeiten, wenn die so lange gestanden haben, immer wechseln, Leute. Ne? Weil, wenn ihr da ein Problem habt, dann habt ihr ein richtiges Problem. Hatten wir erst. Ja, dann muss nämlich für Getriebe gemacht werden und das ist böse teuer. Nur es wechselt ja kaum jemand das Getriebeöl von euch. Erst wenn es in den Arsch ist. So, meine Frau hält hier schon mal den Tropf für mich. Wir üben schon fürs Altenheim. Naja, ich gehe mal hoch, sonst seht ihr sie gar nicht. So, dann drehe ich hier jetzt mal den Schlüssel um. Wir haben jetzt hier praktisch eine Benzinleitung gelegt, direkt zum Vergaser hin, um was auszuschließen. Na. Ja. Wie man hört, läuft der jetzt ganz normal. Die sehen nicht oft genug. So, das heißt, wir haben das soweit auch erledigt. Wir müssen jetzt nur noch darauf warten, ja, auf DHL oder irgend sowas, ja, damit die das kaputte Teil finden bzw. bringen.
So Leute, es ist schön, dass wir das mal alles gemacht haben, aber wahrscheinlich, so wie es aussieht, das konnten wir jetzt eben ausschließen durch unseren Versuch, war es der Unterdruckbenzinhahn, ne, der nicht richtig gefördert hat, zu viel, zu wenig, gar nicht und all so ein Kram. So ein Teil, was 10 Euro kostet. Ne, aber wir hatten Spaß. Ja, steht ja ein bisschen schräg. Ich zeige euch hier nochmal diese wilde Konstruktion. Ne, man nehme so eine Pulle, da fülle man Sprit an, ein, dann geht man auf den Benzinschlauch. Im Grunde genommen muss das Ding natürlich hochhalten und dann fließt der Sprit im Vergaser. Und somit weiß man, dass hier zum Beispiel das Problem ist an dem Unterdruckbenzinhahn und nicht an dem Vergaser. Da kann gleich da ein bisschen Einstellung und Pillepalle, das kennt ihr ja alle zu Genüge. So, meine Lieben, ja, das war's wieder mal. Ne? Das Problem ist gelöst. Jetzt muss ich auf den Unterdruckbenzinhahn warten. Da waren natürlich noch ein paar andere Probleme, habt ihr ja gesehen in dem Video. Ne? Und deswegen trinke ich jetzt noch einen Schluck Kaffee. Ist auch schon wieder 18.30 Uhr und ja, dunkel. Hm? Naja, so. Na, Schluck Kaffee. Dann nehme ich mir noch mal eine Zigarette. Oh, die sind alle. Ja, dann wird es auch Zeit, dass ich jetzt Schluss mache. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Bis dann, euer Roller Rolf. Ciao. So, hallo Leute. Ja, das hätte ich fast noch vergessen. Ja, am Sonntag. Ne? Ja, den 30.10. um 14 Uhr. Ne? Ja, haben wir doch Rollertreffen. Ne? Ich hoffe, wir sehen uns da. Und werden viel Spaß haben, ne? Und zwar in der Südstadt, an der Sambertstraße, gegenüber von Easy Fitness. Bis dann, meine Lieben, und ich freue mich auf euch. Ciao.